Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10, erstes Gesetz oder Gesetzentwurf, erste Lesung, Fraktion von CDU und Bündnis 90 die Grünen, betreffend hessisches Gesetz zur Neuausgestaltung der Fixierungsvorschriften im Justizvollzugsrecht. Zur Einbringung hat sich der CDU-Kollege Serke gemeldet, und natürlich hat er dafür jetzt auch das Wort. Vereinbart sind 5 Minuten. Jeder weiß, bei der ersten Lesung muss man das nicht nutzen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Gegen Ende eines langen Plenartags bringe ich nun gerne den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Neugestaltung der Fixierungsvorschriften im Justizvollzugsrecht ein. Eine Neuregelung ist notwendig, da sich das Bundesverfassungsgericht im Juli 2018 zur Fixierung in der Psychiatrie geäußert hat. Vorausgegangen waren Klagen in Bayern und Baden-Württemberg. Es hat dabei Bedingungen festgelegt, die erfüllt sein müssen, damit Fixierungen weiterhin rechtlich zulässig sind. Diese Bedingungen sind auf den Justizvollzug zu übertragen. Wir als Land mit der Gesetzgebungskompetenz sind nun aufgefordert, die entsprechenden Passagen in den hessischen Vollzugsgesetzen möglichst zügig anzupassen. Meine Damen und Herren, eines möchte ich grundsätzlich betonen, und da sind wir uns nicht nur an einem so bedeutsamen Jahrestag wie heute hoffentlich alle einig. Die Fixierung ist ein erheblicher Eingriff in das Grundrecht eines Menschen. Die 5-Punkt-Fixierung und insbesondere die 7-Punkt-Fixierung, bei der sämtliche Gliedmaßen, Bauch, Brust und Stirn fixiert werden, führen zur vollständigen Bewegungsunfähigkeit des betroffenen Menschen. Der Grundgedanke des vorliegenden Gesetzentwurfs ist daher, dass die Fixierung im Strafvollzug nur als letzte Möglichkeit, als Ultima Ratio angewendet werden darf, wenn kein milderes Mittel mehr zur Verfügung steht. Hier müssen wir einen rechtssicheren Rahmen mit einer strengen Prüfung der Verhältnismäßigkeit schaffen, die dem Betroffenen einen maximalen Erhalt seiner Menschenwürde ermöglicht. Wir stehen allerdings auch gegenüber den Mitarbeitern der Justizvollzugsanstalten in der Verantwortung, die Tag für Tag einen schwierigen Dienst und belastenden Dienst leisten. Auch ihnen müssen wir einen verlässlichen Rahmen bieten, sodass sie in einer womöglich unübersichtlichen und gefährlichen Situation genau wissen, welche Maßnahmen sie anwenden dürfen und wie dabei vorzugehen ist. Was konkret ändert sich? Das wichtigste Element ist der Richtervorbehalt. Dieser bedeutet, dass eine länger andauernde Fixierung von einem Richter im Voraus genehmigt werden muss. Einzige Ausnahme von dieser Regelung bildet die Gefahr im Verzug, bei der Vollzugsbedienstete die Fixierung vorläufig durchführen können, aber dann unverzüglich die richterliche Entscheidung über die Fortdauer der Maßnahme einholen müssen. Die gerichtliche Zuständigkeit sollen die Amtsgerichte des jeweiligen Bezirks übernehmen, in dem die Fixierung stattfindet. Die notwendigen Mittel für das zusätzliche Personal für Bereitschaftsdienste und Bearbeitung der Anträge sind im Nachtragshaushalt bereits eingeplant. Meine Damen und Herren, zusätzlich zur richterlichen Anordnung müssen regelmäßige Stellungnahmen zur Fixierung eingeholt werden durch Ärzte, die erste natürlich vor der Maßnahme oder bei Gefahr im Verzug unmittelbar nach deren Anordnung. Ebenfalls ins Gesetz aufgenommen wird der Punkt, dass während der Fixierung eines Gefangenen dessen ununterbrochene Betreuung und Ansprechbarkeit und nicht nur die reine Beobachtung gewährleistet sein muss. Bei jeder Fixierungsmaßnahme sind zudem die Gründe für die Anordnung, ihre Durchführung und die Dauer und Art der Überwachung durch die Anstalt zu dokumentieren. Und abschließend ist der Gefangene aktenkundig auf die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme hinzuweisen. Meine Damen und Herren, im Ergebnis bleibt festzuhalten, wir erfüllen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Und in einem Punkt gehen wir sogar über dessen Vorgaben hinaus. Wir lassen eine Fixierung nur bei Selbstgefährdung der betroffenen Person zu. Denn anders als in psychiatrischen Einrichtungen haben die für solche Fälle ausgebildeten Vollzugsmitarbeiter mildere Mittel, sich vor einem Angriff zu schützen, etwa durch eine Fesselung mit Handschellen. Meine Damen und Herren, durch die Schaffung eines eindeutigen rechtlichen Verfahrens und einer eindeutigen gerichtlichen Zuständigkeit
kann jeder Gefangene sich darauf verlassen, dass seine Grundrechte und seine Menschenwürde auch unter den besonderen Bedingungen der Strafhaft gewahrt bleiben. Und jeder Bedienstete im Justizvollzug weiß, dass er bei den Maßnahmen, die richterlich angeordnet werden, auf sicherem rechtlichen Boden steht. Ich freue mich nun auf die weiteren Beratungen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Selke. Ich darf aufrufen für die Fraktion der SPD den Kollegen Becher. Danach ist der Kollege Wilken für die Fraktion der LINKEN. Er kann sich schon einmal startklar positionieren. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen! Ich weiß, es ist spät, und man guckt auf die Uhr, dass es schnell geht. Aber ich muss trotzdem einfach feststellen, dass wir an dieser Stelle an einem Thema sind, wo wir uns vielleicht diese Konzentration für 30 Minuten noch einmal nehmen sollten. Denn das Bundesverfassungsgerichtsurteil macht deutlich, dass wir ein hochsensibles Thema hier haben, das uns alle in größte Verantwortung ruft. In der Urteilsbegründung wird deutlich, wie sehr es verwoben ist mit der Frage der Menschenwürde im Kontext der UN-Menschenrechtskonvention und auch der Behindertenrechtskonvention. Das ist uns auferlegt zu bedenken. Die Dimension ist, glaube ich, nicht zu groß beschrieben, wenn wir sagen, dass wir uns in der Frage der Fixierung von Menschen wirklich an den Grundlagen unseres freiheitlich-demokratischen und humanitären Selbstverständnisses bewegen. Am Tag der Gedenkfeier zu 70 Jahren Grundgesetz kommen wir auch nicht vorbei zu erkennen, dass wir hier nichts Geringeres mitverhandeln als Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der Kollege Serke hat das gerade deutlich gemacht. Diese weitreichende Dimension eines solchen Freiheitsentzuges verlangt zuerst für uns den Blick auf die Betroffenen, um die es geht, die ja, egal ob das in der Intensivmedizin, in der Psychiatrie oder im Justizvollzug passiert, immer bei Fixierungen eh schon in einem extremen Ausnahmezustand, in einem psychischen sind, der nun jetzt noch einmal vor dem Hintergrund vor Selbst- oder Fremdgefährdung durch eine Fixierung eigentlich gesteigert wird. Das gehört ja eigentlich zu den unerträglichen Widersprüchen, in denen wir da stecken, menschlich und rechtlich, und die uns größte Sorgfalt abverlangen. Gleichzeitig gilt es, und auch das ist deutlich geworden und wichtig, wie belastend die Situation der Fixierung als letztes Mittel für alle Beteiligten ist, für die Mitarbeitenden, Angestellten, Richter und Ärzte, die qua Amt an einem solchen Freiheitsentzug beteiligt sind und sein müssen. Auch ihnen gilt unsere Verantwortung. Vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der vorliegende Gesetzentwurf die richtige und dringend gebotene Reaktion auf die höchstrichterliche Entscheidung. Es entsteht jene Rechtssicherheit, die wir allen Betroffenen schulden. Dass wir diese Gesetzesvorlage hier im Hessischen Landtag verhandeln und nicht auf die Bundesgesetzgebung warten, das begrüße ich sehr. Es bringt zum Ausdruck, dass Dringlichkeit und Tragweite in diesem Haus erkannt sind. Und wir werden, das kann ich so zusagen, intensiv mitwirken, die noch notwendigen Expertisen einzuholen, um sicherzugehen, dass dem Gesetz zur Neugestaltung der Fixierungsvorschriften dann auch alles gut bedacht worden ist. Lassen Sie mich ganz kurz am Ende vier kurze Punkte nennen, die über die Gesetzesfrage ein bisschen hinausgehen, aber angesichts der Bedeutung des Themas vielleicht wenigstens im Protokoll stehen sollen und benannt sein sollen. Erstens. Ich finde es wichtig, dass wir uns hier auch fragen, wie sorgfältig wir zukünftig eigentlich hinschauen wollen. Lediglich Hamburg erfasst Daten zur Fixierung, und auch das nur Anzahl, Anlass, Dauer begrenzt auf das Thema Psychiatrie. Ich glaube, es würde uns gut anstehen. Wir würden über ein Monitoring dieser Maßnahmen nachdenken, auch um die Praxis immer wieder neu zu reflektieren, mit anderen Ländern abzugleichen und weiterzuentwickeln. Zweitens. Wenn die unbezweifelbare Belastungssituation für Bedienstete, wenn wir die ernst nehmen, welche Möglichkeiten zur psychologischen Unterstützung und Nacharbeit werden eigentlich angeboten und sind auch finanziert, frage ich.
Wenn wir Fixierungen nicht als Normalfall verstehen, dann sind sie auch kein Normalfall innerhalb einer Dienstanweisung und brauchen möglicherweise über das normale Maß hinaus auch Angebote, um der Fürsorgepflicht angemessen nachkommen zu können. Drittens, das ist die Frage, und es ist eine wirkliche Frage, ist bereits erhoben, ob und wie sich die notwendige 1:1-Sitzwache eigentlich auf den Personalbedarf in den Justizvollzugsanstalten niederschlägt. Sie ist ja auch jetzt schon ein nicht einrechenbares, unkalkulierbare Mehrbelastung, wenn es dann geschieht. Spielräume sind bei den Arbeitsbelastungen eigentlich nicht zu steigern. Das dürfte hinreichend bekannt sein. Von daher finde ich, auch hier gehört noch einmal der Blick hin, wie die Belastungen dadurch eigentlich für die Mitarbeitenden sind. Und viertens, und damit ist dann für mich auch ein roter Faden durch diese Plenarwoche erkennbar, wenn Sie, Frau Staatsministerin, mit 40 neuen Stellen des Justizaufbauprogramms in die Öffentlichkeit gehen und wir inzwischen die notwendigen Stellen für die Bearbeitung der zusätzlichen Geschwindigkeitsmessungen ja in der Debatte gestern bereits schon einmal abgezogen haben, dann sind heute eigentlich noch einmal 18 Stellen für notwendige Richter und Servicearbeitskräfte abzuziehen, so sehe ich das jedenfalls, die ja zusätzlich gebraucht werden, um den vom Verfassungsgericht geforderten Bereitschaftsdienst für Fixierung aufzubauen. Also verstehen Sie mich recht, im Sinne des Gesetzes ist das gut und richtig und nötig. Es unter Justizaufbaugesetz zu verbuchen, würde mir eigentlich nicht einfallen. Das will ich sagen. Es dokumentiert vielmehr, dass für zusätzliche Aufgaben kein Spielraum da ist, weil es an allen Ecken und Enden an Personal fehlt. Dass das den Betroffenen. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Ja, ich spreche den letzten Satz. Dass das den Betroffenen und den Mitarbeitern in keiner Weise gerecht wird, das sollte spätestens auch die heutige Debatte zu diesem wichtigen Thema noch einmal deutlich machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Becher. Und nun Herr Kollege Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Voraussetzungen für Fixierungen zu verschärfen, war längst überfällig. Ich finde es schon bemerkenswert, dass auch in diesem sehr sensiblen Fall wir erst durch ein höchstrichterliches Urteil darauf hingewiesen werden, dass hier Handlungsbedarf ist. Wir als LINKE sagen ganz klar, wir müssen deutlich mehr tun, um Fixierungen zu vermeiden. Dabei bedarf es Deeskalationsmaßnahmen bis hin zu einer 1:1-Betreuung. Und da sind wir wieder bei der Personalsituation auch in unseren Justizvollzugsanstalten. Ich rede jetzt nicht über die Richter, sondern ich rede über das Personal in den JVAs. Wir brauchen mehr Menschen statt Fesseln. Dafür muss die Landesregierung endlich gesetzliche Qualitätsstandards festlegen, die für ausreichendes und fachlich qualifiziertes Personal sorgen. Ich komme da gleich noch einmal darauf zurück. Weil wir dürfen uns nichts vormachen. Fixierungen sind nicht nur psychisch höchst belastend, sie haben auch direkte körperliche Gefahren, selbst bei fachlich korrekt angebrachten Fixierungen, und können neben Durchblutungsstörung, Atemnot sogar den Tod des Fixierten zur Folge haben. Heute legen die Regierungsfraktionen nun einen Gesetzentwurf vor, der nach Eigenbekundung die gerichtlichen Mindestanforderungen erfüllt. Wir werden bei der Anhörung und der anschließenden Auswertung darüber zu reden haben, ob das so ist. Wir sagen, lassen Sie uns aus diesem Anlass auch darüber reden, wann Zwangsfixierungen eben umgangen werden können. Wir wissen, Sie sagen immer, die Fixierung ist im Zweifelsfalle notwendig, die hierzulande oft Stunden, ja manchmal sogar tagelang dauert. In Großbritannien ist sie aber z.B. vollkommen verboten. Auch über diese Standards lassen Sie uns einmal reden. Meine Damen und Herren,
Nehmen Sie den Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zur Folter ernst, der schon 2013 auf Basis der UN-Behindertenrechtskonvention ein Verbot von Fixierungen gefordert hat. Auch wir wissen nicht, ob ein gänzlich gewaltfreier Vollzug irgendwann einmal möglich ist. Aber wir müssen doch alles Menschenmögliche tun, um diesem Ziel so nahe wie möglich zu kommen. Dazu leistet das vorliegende Gesetz aber gar nichts. Wir sind trotzdem gespannt. Wir sind gespannt auf Anhörungen und haben einige offene Fragen zu dem Gesetz. Was ist eigentlich mit dem Maßregelvollzugsgesetz und der psychisch Krankenhilfe? Bedürfen die keiner Anpassung? Und wir werden auch die Legaldefinition unter die Lupe nehmen. Denn was ist denn die vollständige Aufhebung der Bewegungsfreiheit? Ist sie auch bei einer Zwei- oder Dreipunktfesselung erreicht? Oder wenn jemand nur mit einem Bauchgurt ans Bett gefesselt wird, wäre das auch ohne Richtervorbehalt machbar? Es reicht uns auch nicht, dass die Person, die die Sitzwache durchführt, nur geschult sein soll und nicht eine medizinische oder vollpflegerische Ausbildung haben muss. Ihr Argument ist, der Justizvollzug ist zu wenig oder deutlich weniger ärztlich geprägt. Aber das kann doch nicht ausreichen. Bloß weil wir kein Personal haben, brauchen wir auch keins. Die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts zur 1:1-Betreuung wird die Regelung, wonach dies durch geschulte Vollzugsbedienstete erfolgen kann, aus unserer Sicht nicht gerecht. Dass geschulte Vollzugsbedienstete die vom Bundesverfassungsgericht vorgesehene Schutzfunktion gegenüber dem Fixierten nicht in dem gleichen Maße wahrnehmen können, wie das vom Bundesverfassungsgericht angesprochene, mit einem besonderen Abschluss ausgewiesene therapeutische und pflegerische Personal, dieser Unterschied dürfte auf der Hand liegen. Hessen, mein letzter Satz, sollte die Gelegenheit nutzen, über die Anforderungen des Verfassungsgerichts hinaus Schritte hin zu einem besseren Umgang von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen in Haft zu unternehmen und so Zwangsmaßnahmen zu reduzieren. Ein Mensch in einer derartigen psychischen Ausnahmesituation gehört in Behandlung und nicht gefesselt in die Haftanstalt. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Wilken, für den Beitrag. Und jetzt darf ich Herrn Schauder von den GRÜNEN bitten, seinen Beitrag für seine Fraktion uns vorzutragen. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir sind schon in einer fortgeschrittenen Stunde. Ja, dieser Gesetzentwurf wird wahrscheinlich keine große Welle in der Öffentlichkeit erzeugen. Und im Bundestag in der Debatte wurde von einem technischen Gesetz gesprochen, aber ich denke, das wird dem Thema nicht ganz gerecht. Denn hierbei geht es, wie einige Kollegen schon angesprochen haben, um den Schutz von Menschenrechten. Und gerade heute wurden wir erst daran erinnert, dass das unser aller Aufgabe ist, diese Menschenrechte tagtäglich zu beschützen. Und das ist auch ein Kernziel unserer grünen Politik. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn man über ein so sensibles Thema im Plenarsaal entscheiden muss, dann hilft ein Blick in die Praxis. Deswegen habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen im Unterausschuss Justizvollzug eine JVA besichtigt und mir das Ganze vor Ort mal angeschaut. Ein besonders gesicherter Haftraum, der besteht im Grunde genommen nur noch aus einer blauen Matte, wie man sie aus dem Sportunterricht kennt, einer französischen Toilette, im Grunde genommen nur ein Loch im Boden, und Einwegpapierkleidung. Man merkt schon, das ist eine sehr sensible Situation, und ein Gefangener wird nicht einfach so in einen solchen Haftraum verbracht. Wenn man dann noch einen Raum weitergeht in den besonders gesicherten Haftraum mit einer Liege, an der Gefangene in einer Ausnahmesituation gefesselt werden, dann ist das ein sehr beklemmendes Gefühl. Und es ist klar, niemand macht das gerne. Das ist ein absoluter Ausnahmefall. Das ist die Ultima Ratio. Und für diese Fälle, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, muss man aber Rechtssicherheit und Rechtsschutz schaffen.
Und zwar, da haben wir beide Perspektiven im Blick, einerseits selbstverständlich für die betroffenen Gefangenen, allerdings auch für die Justizvollzugsbeamtinnen, die mit einer so hochsensiblen Situation umgehen müssen, was ganz und gar nicht einfach ist. Deswegen klare Voraussetzung, Kollege Serke hat es schon gesagt, insbesondere ist die Fixierung erst einmal nur dann erlaubt, wenn es wirklich um den Schutz des Gefangenen selbst geht, der vor einer erheblichen Selbstverletzung oder einer Selbsttötung geschützt werden muss. In der Praxis ist das zum Beispiel der Fall, wenn ein Gefangener trotz in dem besonders gesicherten Haftraum beispielsweise mit dem Kopf gegen die Wand schlägt. Und diese Situationen, die treten leider immer mal wieder auf. Und selbstverständlich, Herr Kollege von den Linken, ist es uns ein Anliegen, dass man das verhindern kann. Und deswegen sind wir auch unentwegt dabei, die psychosoziale Betreuung in den JVA zu verbessern. Und wenn Sie darüber hinaus noch weitere Vorschläge haben, dann bin ich sehr gespannt in den Beratungen im Ausschuss. Ich habe jetzt eben mal im Plenarsystem danach gesucht. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch neu bin und es noch nicht richtig bediene. Aber ich habe leider von Ihnen noch keinen konkreten Vorschlag gefunden. Vielleicht können Sie da ja noch etwas nachbessern. Dann sind wir da auch ganz sicher offen für Vorschläge. Damit das in der Praxis auch keine Probleme gibt, wird ein Gefangener dabei ständig beobachtet von einer besonders geschulten Sitzwache. Wir haben den Richterinnenvorbehalt schon angesprochen. Damit kommen wir auch dem Verfassungsauftrag aus Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz nach. Das Ganze, der Richterinnenvorbehalt, wird bei den Amtsgerichten angesiedelt. Das ist sicherlich am nächsten an der Praxis. Und wir haben in unserem Gesetzesvorhaben natürlich auch den Personalmehrbedarf mit einberechnet, die zusätzlichen Richterinnen und Richter. Und wie viel dann in der Praxis vielleicht noch an besonderer medizinischen Betreuung notwendig sein wird, haben wir selbstverständlich auch im Blick. Zu guter Letzt besteht eine Dokumentationspflicht. Das heißt, jede einzelne Maßnahme wird sorgfältig aufgezeichnet. Der Gefangene hat im Nachhinein dann auch die Möglichkeit, sich das Ganze richterlich überprüfen zu lassen. Und der Hinweis auf diese Möglichkeit gehört eben auch mit ins Gesetz. Ich will damit sagen, dieser Gesetzentwurf ist meiner Meinung nach ein runder Entwurf. Und ich danke Ihnen auch für die sachliche Debatte darüber. Und wir schützen damit die Freiheit der Personen aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes und Artikel 5 unserer Landesverfassung. Und ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Auch wir sagen vielen Dank, Herr Schauder. Und nun für die Fraktion der FDP Stefan Müller. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum Einstieg will ich noch einmal deutlich machen, dass das Thema Fixierung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten für uns Freie Demokraten selbstverständlich ein sehr wichtiges ist. Als Rechtsstaatspartei achten wir penibel darauf, dass es keine Verstöße und keine unnötigen Grundrechtseingriffe gibt. Und an dieser Stelle kann man, glaube ich, einstimmig festhalten, dass ein Eingriff, eine 5-Punkt- oder gar eine 7-Punkt-Fixierung ein erheblicher Grundrechtseingriff ist und bedeutet. Und deswegen ist es auch richtig, wenn mit diesem Gesetzentwurf entsprechende Maßnahmen aufgezeigt werden und auf den Weg gebracht werden, mit denen man gewährleisten kann und besser gewährleisten kann als bislang, dass es zu keinen entsprechenden Verstößen kommt. Ich glaube, dass wir uns im Detail streiten können. Und ich will an einer Stelle deutlich machen, um auf die weiteren Punkte, weil dass wir da etwas regeln müssen, ist unstreitig. Das steht im Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da brauchen wir jetzt uns nicht streiten. Wir werden in der Anhörung sehen, ob es noch andere Hinweise gibt, die unter Umständen noch zusätzlich berücksichtigt werden müssen. Ich will aber, was die Stellensituation anbelangt, in der Tat darauf hinweisen, wenn ich in der Abwägung, wofür ich die Stellen einsetze, ob für Geschwindigkeitsmessungen und die entsprechende Bearbeitung der Ordnungsverfahren oder für diese den entsprechenden Bereitschaftsdienst, der eingeführt und eingerichtet werden muss, hätte ich eine klare Prioritätensetzung. Aber ich glaube, das hoffe zumindest, dass es Ihnen genauso geht. Denn ich glaube, der Bereitschaftsdienst, und das ist eine weitere zusätzliche Belastung für die Justiz, der entsprechend vorgehalten werden muss, muss auch personell entsprechend mit abgedeckt werden. Meine Damen und Herren, mir ist allerdings eines aufgefallen, und zwar
behandelt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja im Wesentlichen die Fixierung auch in psychiatrischen Kliniken. Und im Gesetzentwurf ist auf Seite 2 auch noch aufgeführt, mit einer Anpassung dieser Gesetze erfolgt zugleich eine Anpassung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Therapieunterbringungsgesetz und des Hessischen Gesetzes zum Vollzug ausländerrechtlicher Freiheitsentziehungen, soweit diese entsprechend verweisen. Diese Regelung finde ich allerdings im Gesetzentwurf nicht mehr. Das wäre eine Frage, wo man vielleicht, ich schaue Sie die ganze Zeit an, eingebracht haben es die Fraktionen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Formulierungshilfe gegeben haben könnte. Deswegen kann man vielleicht darauf hinweisen, Herr Wagner kratzt sich am Hinterkopf und fragt sich, was. Finde ich eine gute Reaktion, alles in Ordnung, das Lachen ist doch passt, kann man zu so später Stunde ja auch humorvoll behandeln. Aber das ist ein entscheidender Punkt, weil die Therapieunterbringung der entscheidende Bereich durchaus ist. Natürlich geht es auch um die Justizvollzugsanstalten und alle anderen Themen, die hier mit abgearbeitet werden in diesem Gesetzentwurf. Aber ich glaube, dass gerade auch in den psychiatrischen Kliniken eine entsprechende Regelung her muss. Und da frage ich mich, das ist kein Vorwurf an die Justiz, an die Justizministerin und das Ressort, sondern das ist, glaube ich, Zuständigkeit des Sozialministeriums, frage ich mich, wo der entsprechende Gesetzentwurf ist. Weil da könnte man auch mal ein bisschen Schwung in die Sache bringen. Das ist natürlich eine hochdiffizile Frage, aber es ist auch nicht neu. Das Urteil ist schon länger bekannt und es ist in anderen Ländern auch schon entsprechend umgesetzt. Deswegen wäre ich da dankbar, wenn man hier oder dann entsprechend auch im Ausschuss dazu noch einmal eine Position beziehen könnte. Meine Damen und Herren, ich glaube, die Anhörung wird uns zeigen, ob das auch aus Sicht der Experten passt. Ja, lieber Hartmut, weil du meinen Zettel vorgebracht hast, werde ich jetzt auch schnell schließen. Deswegen bin ich schon bei der Anhörung. Ich werde uns zeigen, ob es noch andere Punkte gibt, auf die wir achten müssen, ob die Experten noch Hinweise haben. Wir freuen uns darauf. Es wird bestimmt eine spannende Debatte werden. Aber ich glaube auch, dass dieses Gesetz am Ende richtig und sinnvoll ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Es gibt keine weitere Wortmeldung aus den Fraktionen heraus, sodass Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann nunmehr das Wort ergreifen darf. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, den wir heute debattieren, befasst sich mit einem notwendigen Übel. Das haben die Vorredner auch schon gesagt. Es geht um Fixierungen im Justizvollzug. Eine Fixierung ist eine Fesselung, die zur vollständigen Aufhebung der Bewegungsfreiheit des Gefesselten führt. Es ist ohne Wenn und Aber ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheit der von dieser Maßnahme betroffenen Person. Und deshalb will ich darauf hinweisen, dass es in Extremsituationen unverzichtbar ist, um eine schwerwiegende Selbstgefährdung der Betroffenen so schnell wie möglich zu verhindern und zu beenden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mit dem Gesetzentwurf werden die Fixierungen nicht zum ersten Mal geregelt oder gar eingeführt. Fixierungen werden vielmehr seit jeher auch im Justizvollzug angewendet. Sie sind als besondere Sicherungsmaßnahmen in den § 50 und 51 des Hessischen Strafvollzugsgesetzes und in entsprechenden Bestimmungen der anderen Vollzugsgesetze geregelt und nach Maßgabe dieser Vorschriften zulässig. Sie sind Ultima Ratio und nur dann zulässig, wenn andere Maßnahmen keinen Erfolg versprechen. Von der Möglichkeit der Fixierung wird daher in der Praxis des Justizvollzugs nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Es ist gefragt worden vom Kollegen aus der SPD, wie viele Fälle gibt es denn? Und deswegen will ich sagen, 2018 gab es im hessischen Justizvollzug 17 Fixierungen. Das heißt, es kam im Schnitt etwa einmal im Jahr in jeder Justizvollzug einmal vor. Das ist ungefähr so das, was an Praxiserfahrung zur Verfügung steht. Und es ist ja auch gesagt worden, wenn man in den Justizvollzugsanstalten sich das zum ersten Mal ansieht, was es da für Möglichkeiten gibt, dann wird einem auch aus den Berichten der Justizvollzugsbediensteten deutlich, dass es Menschen gibt, die auch durch eine 1-zu-1-Betreuung nicht zu beruhigen sind. Und deshalb ist Ultima Ratio dann die Fixierung. Und natürlich ist dieses Gesetz deshalb so wichtig, weil im Justizvollzug, darauf haben alle meine Vorredner hingewiesen, die Einschränkung ohnehin eine viel höhere ist als bei anderen
Patienten in psychiatrischen Kliniken. Deswegen ist auch die Fixierung und die Rechtsgrundlage im Justizvollzug, wenn es eben nur um die Selbstgefährdung geht und natürlich auch über die Sicherheit der Rechtslage der Bediensteten in diesem Bereich von besonderer Bedeutung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wegen der Schwere des Eingriffs ist Zurückhaltung besonders geboten, und das soll auch weiterhin so bleiben. Und Sie haben alle gesagt, der Grund für die Gesetzesänderung der Neugestaltung der Fixierungsvorschriften ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Fixierungen eine eigenständige Freiheitsentziehung darstellen, also auch dann, wenn ein Gericht bereits die Freiheitsentziehung der betroffenen Person geprüft hat, bei Fixierungen von Strafgefangenen. Und deshalb fordert das Bundesverfassungsgericht insbesondere, dass vor der Anordnung einer nicht nur kurzfristigen Fixierung grundsätzlich eine gerichtliche Entscheidung über die Zulässigkeit eingeholt werden muss. Und daneben stellt das Bundesverfassungsgericht bestimmte Anforderungen an die Art und Weise der Durchführung der Maßnahme und der Dokumentation. Das heißt, auch das ist vorgesehen. Der Gesetzentwurf, über den wir diskutieren, wird den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts in voller Weise gerecht. Er geht sogar darüber hinaus. Der Kollege Serke, der als Erster geredet hat, hat das ja auch deutlich in den Vordergrund gestellt. Denn nach dem Gesetzentwurf sollen Fixierungen auch weiterhin nur bei einer massiven Selbstgefährdung zum Einsatz kommen. Die bisherige Erlasslage sah und sieht das so vor. Und das sind deutlich engere Voraussetzungen, als sie das Bundesverfassungsgericht fordert und als es andere Länder vorsehen, wonach Fixierungen nämlich dort auch bei Fremdgefährdungen zulässig sind. In Hessen sind wir in diesen Fällen in der Vergangenheit aber auch gut ohne Fixierungen zurechtgekommen, und wir werden sie auch in Zukunft in diesen Fällen nicht brauchen. Und deshalb bin ich dankbar, dass die Regierungsfraktionen jetzt diesen Entwurf eingebracht haben und dass wir im Ausschuss darüber diskutieren können. Ich will darauf hinweisen, dass die Rechtssicherheit in diesem Bereich eine riesige Rolle spielt. Und wenn wir im Ausschuss, auch in der Anhörung, all diese Maßnahmen intensiv besprechen, bin ich sicher, dass wir einen Gesetzentwurf am Ende beschließen können, der die Rechtssicherheit gewährleistet bei Fremdgefährdungen, bei denen nur Ultima Ratio eben anwendbar ist, nichts anderes möglich ist, mit geringsten Eingriffen in die Freiheit der Einzelnen mit Richtervorbehalt dann doch eingegriffen werden muss, um die Selbstgefährdung zu beenden. In diesem Sinne bin ich gespannt auf die Beratungen und würde mich freuen, wenn wir konstruktive Vorschläge im Gesetzgebungsverfahren einbringen würden, alle zusammen bei diesem wichtigen Thema Einigkeit zu zeigen und eine Rechtssicherheit herstellen, die andere Länder bisher nicht haben. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit haben wir in erster Lesung uns mit dem entsprechenden Gesetzentwurf beschäftigt. Der Vorschlag ist, dass er nunmehr zur Vorbereitung der zweiten Lesung federführend an den RTA und mitberatend an den UJV überwiesen wird. Spricht dem jemand entgegen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir dieses auch so beschlossen.